In Japan trat der neue Außenminister Nomura sein Amt an. In einer Ansprache an die Presse hob er hervor, dass die Beziehungen Japans zu Deutschland und Italien durch die deutsch-russische Verständigung nicht beeinflusst worden seien. Den Engländern riet er an, Verständnis zu zeigen für die neuen Verhältnisse im Fernen Osten. Diese Aufforderung des neuen japanischen Außenministers richtete sich ebenfalls an die Vereinigten Staaten, die auch nach ihrer Neutralitätserklärung einem Trommelfeuer englischer Kriegspropaganda ausgesetzt sind. Die Wacht am Panama-Kanal wurde verschärft. Kapitalisten machen auch aus der Mode ein Kriegsgeschäft. Hier einige Bilder von neuesten Modegeschmacklosigkeiten aus den Vereinigten Staaten. In Indien kam es zu neuen Unruhen gegen die englische Gewaltherrschaft. England hat den Krieg entfacht, um, wie es lügnerischerweise behauptet, den unterdrückten und bedrohten Völkern Freiheit und Unabhängigkeit zu bringen. Das könnte es ohne Krieg, indem es vor allem den von ihm ausgebeuteten Kolonialvölkern, insbesondere den 350 Millionen Indern, die schon seit Jahrzehnten versprochene Selbstverwaltung und Unabhängigkeit gewährte. Im englischen Weltreich selbst aber heißt die Devise nicht Freiheit der Nationen, sondern brutale Gewalt gegen die unterdrückten Völker. Seit Monaten spricht die britische Presse von den militärischen Erfolgen Englands. Um etwa auftretende Zweifel daran zu beseitigen, versendet man aus London sogenannte Kriegsbilder. Hier die Königin Elisabeth beim Besuch eines Lazarettzuges. Es fehlen allerdings noch die Verwundeten darin. Inzwischen marschiert der wackere Poilu an die Front, um für die englischen Kriegsgewindler seine Haut zu Markte zu tragen. Es tut uns leid, sagte der Führer in seiner Münchner Rede, dass Frankreich sich in den Dienst der britischen Kriegshetzer stellte und seinen Weg mit dem Englands verband. Deutschland fühlt sich gegen alle diese Angriffe sicher im Schutze seiner Wehrmacht, die den Feind überall dort, wo er die Reichsgrenze überschritten hatte, wieder zurückwarf. Deutsche Soldaten bei der Durchsuchung genommener französischer Stellungen. Der Meldehund, der sich schon im Weltkriege als ein zuverlässiger Kamerad und treuer Freund des Frontsoldaten bewährte, hat bereits im Polenfeldzug seine neue Feuertaufe erhalten. Die vierbeinigen Rekruten bei ihren ersten Übungen. Musik.
Trotz Funk und Telegraph spielt auch die Brieftaube wieder eine große Rolle in der Nachrichtenübermittlung zwischen den einzelnen Truppenverbänden. Von der Heeresbrieftaubenanstalt geht es nach Wochen der Übung zur Taubenstation hinter der Front. Ein Meldehund bringt die Tauben in die vorderen Linien. Zu Hause hat die Frau mit selbstverständlichem Pflichtbewusstsein den Platz des einberufenen Mannes eingenommen. Frauen beim Dienst in der Reichspost. Und hier als Straßenbahnschaffnerin. In den zurückeroberten deutschen Gebieten in Polen wird schon heute wieder friedensmäßig gearbeitet. Reichsminister Dr. Frick besuchte bei seiner Inspektionsreise auch die Königshütte in Katowice. Wie alle anderen großen Industriewerke Ostoberschlesiens ist auch hier der Betrieb wieder voll aufgenommen, um die deutsche Rohstoffbasis für den Existenzkampf unseres Volkes zu verstärken. Der 9. November in München. Die alte Garde ist vor der ewigen Wache auf dem königlichen Platz aufmarschiert. Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Rudolf Hess, ehrt die ersten Blutzeugen der nationalsozialistischen Bewegung und legt an ihren erzenen Sarkophagen die Kränze des Führers nieder. Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. Die Stelle, an der der Führer bei seiner Rede stand, war nach dem Anschlag mit einem 3 Meter hohen Trümmerhaufen bedeckt. 8 Tote und 63 Verletzte forderte dieses gemeine Verbrechen.
weisen auch ausländische Urheber hin. Ein Besuch bei den Verletzten im Krankenhaus rechts der Isar. Wir hatten noch eine Viertelstunde, nachdem der Führer weg war, beisammengesessen und dann gab es diesen furchtbaren Knall. Es kam alles herunter und zunächst war, wie der andere Kamerad schon gesagt hat, der erste Gedanke bei jedem, Gott sei Dank, dass der Führer selbst weg ist und dass ihm nicht mehr passiert war. Kamerad, wie ist die Sache angegangen? Bitte, wie geht's dir? Mir geht's soweit ziemlich. Also ich meine, ich habe gesehen, dass die Wunden nicht so sehr tief sind, aber das Wichtigste war mir, wie ich aus dem Verhau raus, aus den Steinen rausgekommen bin, dass ich gewusst habe, der Führer ist in Sicherheit und du warst mit deiner Fahne schon weg und all die anderen von unserer Führer, da habe ich gedacht, für unsere Führer nehme ich noch eine Portion Schramme mit, was das ja, kann uns drauf verlassen. Und das kriegt der Engländer Heimzahl. Ja. Die Opfer des gemeinen Bombenanschlages wurden vor der Feldherrenhalle aufgebahrt. Tag und Nacht defilierte hier die Münchner Bevölkerung in ergriffener Trauer vorbei, um die Toten noch einmal zu grüßen. Der Führer erwies seinen getreuen Kämpfern die letzte Ehre. Der Stellvertreter des Führers hielt die Traueransprache, in der er von den Opfern dieses grauenhaften Verbrechens Abschied nahm. Ein Wunder habe den Führer vor dem Tode bewahrt, den ruchlose Mörderhand ihm bestimmt hatte. Die Vorsehung, die uns den Führer gesandt hat, werde ihn uns auch für die Zukunft bewahren. In feierlichem Staatsakt wurden die Toten des 8. November 1939 zu Grabe getragen. Auch sie sind Blutzeugen des Kampfes um ein neues, freies Deutschland.